Schönen guten Abend hier in der Kulturküche in Mönchengladbach zum ersten Kitchen Talk. Hallo! Ja, klasse, dass ihr dabei seid bei der wirklich ersten Ausgabe dieses Talks, der vielleicht ein bisschen anders ist als andere Talks. Es gibt kein wirkliches Konzept. Ich lasse mich selbst überraschen, was passiert. Das Einzige, was tatsächlich festgelegt ist, ist, dass wir für Werbung ganz wenig Zeit verwenden. Hier, das ist die Werbung. Ja, so, das war es auch schon. Das war der Clubsenf. Mehr Werbung gibt es jetzt nicht. Und wir werden jemanden haben, der darauf achtet, dass dieser Talk auch tatsächlich nur genau so lange dauert, wie er auch heißt. 64 Minuten 49 Sekunden. So, das läuft jetzt schon. Das stellen wir aber gleich wieder zurück. Und ich freue mich ganz besonders, dass ein alter Freund von mir die Rolle eingenommen hat, um diese Minutenzahl, Sekundenzahl zu überwachen. Er ist der Timinator. Hier ist Christoph. Applaus für ihn. Christoph, nimm Platz. Im Laufe des Abends werden auch dich noch einige Aufgaben erwarten, von denen du noch nichts weißt, von denen du auch nichts wusstest, als ich dich gefragt habe, ob du das machen möchtest. Dann freue ich mich ganz besonders, dass zwei Menschen zugesagt haben, die gerade hier in Mönchengladbach Kultstatus genießen. Man könnte sagen KUK, sie haben aber weder mit Österreich noch mit Ungarn was zu tun, sondern mit unserer Borussia hier in Mönchengladbach. Hatten beide die Nummer 1 und deswegen begrüßen Sie jetzt mit mir Uwe Kamps und Wolfgang Kleff. Uwe, Wolfgang? Ja, ich wollte nur wissen, ob es geht. Bei mir sieht man beim Gehen, dass ich älter bin, oder? Oh Mann. Du simulierst doch. Ja, ich habe schon Mitleid. Was hast du gesagt, wie früher? Ja, ein bisschen wie früher, aber eigentlich habe ich die Einbauteile schon. Ne? Das weißt ja, du, gut, ne? Du hast die, ich soll sie wahrscheinlich noch bekommen. Ich habe auch noch mehrere, aber ich sag nicht wo. Wir haben euch Wasser hingestellt, wir haben euch eure Lebensläufe hingelegt. Hier ist deiner. Oder ihr könnt natürlich auch gegenseitig lesen. Ach, jetzt geht schon das erste. Wie viele Monate soll ich denn lesen? Das erste Mobiliar zu Bruch. Egal. Danke übrigens an dieser Stelle an Dirk Moll, der diese wunderschöne Theke hier gebaut hat. Dieser Lebenslauf hat eine kleine Besonderheit. Er ist nämlich nur halb wahr. Und deswegen würde ich gleich mit euch gerne über die kleinen Lügen, die wir eingebaut haben, reden. Wer von euch möchte anfangen? Das hieß Wolfgang. Ja. Nein, ich wollte Uwe den Vortritt Doch. lassen. Nein. Wolfgang Kleff liest den halb wahren Lebenslauf. Also mit dem B habe ich schon alles gesagt. Mehr wollte ich an und für sich gar nicht sagen. Also mein Name, das ist okay. Also soll ich den vorlesen? Sehr gerne. Oder interpretieren? Ich habe den noch nicht gelesen. Also interpretieren dann bitte danach. Okay, das überlasse ich anderen. Mein Name ist Wolfgang Amadeus Otto Kleff. Zwei gute Vornamen, ja. Drei intelligente Leute. Wolfgang, Amadeus und Otto. Ja, so kriegen wir die 64 Minuten auf jeden Fall voll. Habe ich mir auch gedacht. Geboren wurde ich in Schwerte, das stimmt. Mein Vater war Kirchendiener, ja. Wenn du das wüsste. Meine Mutter Schneiderin. Ja, gut, sie haben mir immer die Socken gestopft, ist okay. Ich war als Kind immer der Kleinste. Deshalb durfte ich auf der Straße beim Fußball nicht in den Sturm, sondern musste ins Tor. Das stimmt nicht, ich war zu faul zu laufen. Meine ersten Torwart-Handschuhe waren selbst gehäkelt. Man so viele Löcher drin. Da blieb ich dann und wurde auf dieser Position 5-mal deutscher Meister. Ist okay. Europameister und Weltmeister. Aber jetzt muss eine kleine Interpretation. Sie wissen, dass Deutschland mir zu verdanken, dass wir Weltmeister wurden? Weil ich nicht gespielt habe. Ja.
eigentlich, das stimmt, war ich immer besser als Sepp Maier. Aber ich hatte halt nicht bei Bayern gespielt und vielleicht hätte ich Helmut Schön in den Trainingslagern nicht immer seine Mütze klauen sollen. Steht Verstecke, klauen finde ich schöner. Ich habe für Borussia Mönchengladbach, Hertha und Fortuna Düsseldorf in der Bundesliga gespielt. Da fehlt allerdings noch VfL Bochum, aber das ist nicht schlimm. Und mich bei meinem letzten Spiel selbst ausgewechselt. Das ist korrekt. Weil ich dachte, was der Netzer in Gladbach konnte, kann ich noch toppen. Der hat nicht die Hose runtergezogen. den Vereinsverantwortlichen zeigte ich nach dieser Ausnahme mein Nacken. Ach, das steht zur Hintern. Mein zweites Gesicht war das. Vor einigen Jahren bin ich dem Tod nach einem Schlaganfall nur ganz knapp von der Schippe gesprungen und trage seitdem einen Mini-Defibrillator. Aha. Im Körper, ja im Arsch nicht. Also, was am Flughäfen immer wieder für falschen Alarm sorgt. Das ist der halbwahre Lebenslauf von Wolfgang Amadeus Otto Kleff. Teilweise schon zwischeninterpretiert, aber wir gehen auf einige Sachen gleich noch ein. Vorher möchten wir aber deinen noch hören, Uwe. Ich bin gespannt, was da drin steht. Du hast schon mal leise gespinkst. Wir hören dir zu. Ich habe mich ein bisschen vorbereitet jetzt. Ja. Also ich heiße Uwe Kamps, ja, gut, okay. Und kam in Düsseldorf zur Welt. Ich wollte eigentlich immer Konditor werden. Nach mir ist deshalb sogar eine Bäckereikette benannt worden. War bei meinem Abschiedsspiel auch auf der Brust übrigens. Da ich sehr gerne Handschuhe trage, riet mir das Berufsinformationszentrum Düsseldorf, es doch mal als Torwart zu versuchen. Bis dahin bin ich nicht gekommen. Dies gefiel mir so gut, dass ich dabei blieb. Mit Borussia Mönchengladbach spielte ich 390 Mal in der Bundesliga und gewann 1995 den DFB-Pokal. Also einen Titel habe ich auch hingekriegt. Gut, ne? Seid ihr gegönnt. Dein Pokal haben sie übrigens vergessen gerade. Da war auch einer dabei. In diesem Wettbewerb gelang es mir sogar, 4 Elfmeter hintereinander zu halten. Auf der Flucht erschossen. Außerdem bin ich im Besitz einer olympischen Medaille. Aufgrund einer verlorenen Wette musste ich in vielen Spielen allerdings modisch und farblich grenzwertige Trikots anziehen. Die passende Frisur hatte ich meistens auch noch dazu. Bei meinem letzten Spiel für Borussia auf dem Bökelberg wurde ich eingewechselt und trug die Nummer 38. Heute bin ich Torwarttrainer und das vermutlich auch noch die nächsten 30 Jahre. Und das wird ein hartes Ding. Wollen wir mal gucken. Uwe Kamps auch mit dem... halbwahren Lebenslauf und das eine, nämlich die 4 Elfmeter, das weiß wahrscheinlich jeder, aber wir hören noch mal kurz rein, wie sich das angehört hat. Weniger Anlauf auch er und Kamps hält! Heiko Herrlich, Kamps hält! Der macht, was er immer macht, er hält auch diesen. Der härteste Elfmeter der Bundesliga, Kamps hält! Unglaublich, Uwe Kamps hält 4 Elfmeter. Aber jetzt. Uwe Kamps, Einstein, Hallotri. Schwarm der Gladbacher Damenwelt. Einst ein Hallodri, hat da der Kommentator gesagt. Stimmte das? Ja, irgendwoher müssen sie es haben, aber ich denke auch das, was mit Frisuren und so, was ich alles ausprobiert hatte, wo ich meinen Ärger am Anfang auch mit Jupp Heynckes da hatte. Ich denke, der Wolfgang kann sich das vorstellen, wie das war. Er kannte ihn ja auch sehr, sehr gut. Ne? Und ja, das ist natürlich dann so eine Sache gewesen. Und dann kommen so Dinge schon mal zustande. Man Wieso? Hat auch schon mal die Freundin gewechselt zu der Zeit. Das ist dann auch mal passiert. Und, ja. Ja, aber doch nicht alle 2 Tage. Also ganz so schlimm war es nicht. Nee, das nicht. Du sprichst an, Jupp Heynckes war dann wirklich so schlimm, dass er gesagt hat, wenn du dir die Haare nicht anders machst, spielst du nicht? Oder? Woher weißt du das jetzt? Habe ich dir das mal erzählt? Nein, war nicht? Jetzt einfach eine Vermutung. Das war eine Vermutung, aber die war völlig zutreffend. Ich weiß noch, wie ich da ankam. Und das erste Mal, es war wirklich ein Unfall. Ich muss echt gestehen. Ich wollte mal das erste Mal in meinem Leben dann auch mal Strähnen haben und war bei einer befreundeten Friseuse und die hat mir dann die Strähnen gemacht und ich war eigentlich komplett blond hinterher. Also es waren keine Strähnen, ich war komplett blond. Und okay, jetzt muss ich am nächsten Morgen dann mit zum Training. Dickes, großes Herzklopfen, der Trainer kommt in die Kabine und guckt mich an und sagt, nee,
das geht gar nicht. Und das lässt du sofort wegmachen und morgen kommst du mit einer anderen Frisur wieder hier hin. Aber richtig, ich den Tränen nah. Muss aber dann sagen, die Jungs waren super. Hans-Günther Bruns und so, Konsorten, die du auch kennst, Frank Mill. Das haben wir ja dann irgendwo so, den Übergang haben wir ja da erlebt. Ich bin ja direkt nach dir, dann durfte ich ja kommen. Und ja, die kamen dann in die Kabine und haben gesagt, wenn du das machst, das anders machen lässt, dann lass das so, wie es ist. Wir stehen da hinter dir und so weiter. Also da muss ich sagen, das war dann wiederum toll, aber es war ein großer Kampf mit dem Trainer. Und dann mit gerade mal, wie alt war ich, 18, 19, das war natürlich schon... Kleiner Schock. Stell dir mal vor, heute wird der Trainer das sagen. Ja, das geht. Damals, merken Sie den Unterschied? Damals hatten die Trainer noch was zu sagen. Wollte ich später sowieso drauf kommen, auf Fußball damals und gestern, aber dann können wir gerne direkt da bleiben. Was ist deiner Meinung nach der Unterschied, Wolfgang? Die Frisur, das ist schon mal ein Riesenunterschied, das Äußere sowieso. Also du willst wissen, was im Fußball natürlich der Unterschied ist. Ich meine, der Ball ist nach wie vor rund, also die Tore sind genauso hoch, breit und der Platz ist komischerweise auch so lang wie früher. Das ist, grün war er auch. Ja, da gibt es keinen Unterschied. Der Unterschied besteht darin, ein Riesenunterschied, dass heute auch 11 Mann am Platz sind. Manchmal meine ich, es sind weniger. Aber das Tempo, ohne Zweifel eine größere Bewegung kann ich manchmal noch nicht sagen, Schnelligkeit, Handlungsschnelligkeit ist heute gefragt. Früher gab es aus dem System heraus, wenn ich das kurz erklären darf, 3 Abwehrspieler, das war der rechte Verteidiger, der linke Verteidiger, der Vorstopper und dahinter war der Libero. Dann hatten wir 3 Mittelfeldspieler und 3 Stürmer. Das gibt es heute nicht mehr in dem System. Das wird nicht mehr gespielt. Und logischerweise war dann im Mittelfeld, bei 3 Mittelfeldspielern, heute sind es Minimum 5, mehr Platz. Ja? Und die Zweikämpfe fanden mehr als Laufduelle statt. Hacke Wimmer musste sich immer an den Hacken des jeweiligen gegnerischen Spielmachers. Der musste ja auch für noch ein paar mitlaufen, ne? Ja, zumindest für einen. Ja, er hat jetzt mehrere Hüftleiden, Knie kaputt. Also von daher hat es sich gelohnt. Ja. Nein, das war so vom System her. Dann irgendwann fing das mal an, das schaltete sich der Verteidiger mit ein. Das war bis dato am Anfang auch noch nicht so. Du hattest also mehr Platz im Mittelfeld, um es abzukürzen. Und heute wird das im Mittelfeld wird schon alles entschieden. Wenn du dann nicht handlungsschnell bist, einen Ball schnell abspielst, ist er weg. So wie der Chaka am Samstag, am Freitag. Also das ist einfach so. Wenn man dann nicht schnell ist, dann handlungsschnell wohlgemerkt. Es ist ganz wichtig, dann ist man zweiter Sieger. Was haltet ihr denn davon, dass jetzt immer mehr Vereine ja, Beteiligung zulassen? Hat man jetzt gestern gelesen, Allianz steigt bei Bayern München ein, eine andere Beteiligungsgesellschaft, KKR, bei Hertha BSC. Es gibt zwar noch die 50-plus-1-Regel, die besagt, dass der Verein mindestens 51% behalten muss. Was hältst du davon, Uwe? Ja, ich denke, die Bayern werden das schon geschickt genug lösen mit ihren Partnern, sodass sie ja trotzdem das Sagen behalten. Ich denke, das ist immer das Wichtige für einen Club, dass man das noch hat. Wenn ich jetzt dann so ein bisschen was gelesen habe, ich da über die Geschichte Hertha BSC Berlin, dann geht es jetzt erstmal um Platz im Aufsichtsrat. Sie können dann auch noch das Ganze da ein bisschen erhöhen. Wenn sie dann da noch mehr Prozente dann von den Anteilen haben, dann haben sie wohl auch ein Vetorecht. Und dann sind dann schon wieder so Dinge, wo ich dann denke, da wird schwierig. Dann sagt man hinterher, okay, als Club, man möchte den und den Spieler gerne haben. Oder der Trainer sagt das auch, er möchte den und den Spieler haben. Stichwort und, Hamburg, Van der Vaart. Zum Beispiel, solche Dinge können dann auch passieren, aber dann kommt es dann halt so aus, dass dann so ein Vetorecht eingelegt wird und dann kommt der Spieler auf einmal nicht. Und das halte ich dann doch für schwierig, weil dann ist der Verein und die sportliche Leitung doch sehr in ihren Handlungen eingeschränkt. Also du würdest das für Borussia Mönchengladbach dir wünschen, dass das nicht so eintritt? Ich denke auch nicht, dass wir es so machen werden. Also habe ich auch nicht das Gefühl. Ich denke, dass Borussia Mönchengladbach so ein Club ist, der die Dinge in der Hand behalten möchte und sagen kann, dann denke ich auch mal in einiger Zeit das Stadion, das gehört dem Verein und alles drum und dran und das Gelände. Und daran sieht man eigentlich, auf welchem Weg der Club auch ist. Würdest du? Okay.
Und da muss ich dazu anfügen, da sieht man, dass man einen kompetenten Wirtschaftsfachmann an der Spitze hat. Keinen kompetenten Fußballkenner, sondern Wirtschaftsfachmann, der den Verein finanziell sehr nach vorne gebracht hat. Als Uwe noch spielte, war der Verein fast am Abgrund finanziell. Das war also sehr, sehr eng. Die meisten wissen das gar nicht. Das wurde also damals schon in Regionen gearbeitet, Verluste reingeschossen. Das war sehr bitter. Ja, wir waren fast pleite, ne? Kann man so sagen. Ja. Es waren 30 Millionen damals, D-Mark ja. noch. Aber das war natürlich damals eine Riesensumme, um die Zeit des ersten Abstiegs, den wir da hatten. Also von daher steht Borussia nicht nur finanziell im Moment top, im Grunde auch solide Füße, muss man sagen. Und das hat man mit. Nicht alleine, aber ich denke, erstmal, den vergisst man im Grunde, wie der einen Grundstein gelegt hat. Vielleicht dann sagt er Ihnen das was. Der ist leider verstorben. Sie kennen das Jordan-Haus. Der Jordan, der hat das mit auf die Füße gebracht mit unserem heutigen Präsidenten und der hat das fortgesetzt. Den Herrn Jordan darf man nicht vergessen in dem Zusammenhang. Würdest du dir wünschen, heute noch Fußballer zu sein oder jetzt noch mal zu spielen, Wolfgang? Ich spiele immer noch, also manchmal an den Füßen, manchmal so. Aber was soll ich heute, also ich müsste jünger sein, ja? Aber ich sage mir immer, alles zu seiner Zeit. Ich hätte sonst meine Kinder nicht, also sonst wäre was ich, wenn ich sonst hätte. Vielleicht würde ich den Uwe gut finden, ich weiß es nicht. Aber man weiß ja heute Fußball ja nie, ja? Also von daher, es sollte aber jeder machen, was er will. Das ist keine Abqualifizierung. Ich bin damit zufrieden, wie es ist. Ich kann es sowieso nicht ändern, also versuche ich mir da Gedanken machen. Ja, so kennt man dich. Du lässt das Leben auf dich zukommen, hast das Leben. Auch das haben wir in deinem halbwahren Lebenslauf eben gehört. Ein Mini-Defibrillator im Körper, der sorgt dafür, dass dein Herz wieder regelmäßig schlägt, wenn es mal unrhythmisch ist. Hast du den noch? Nein, das ist immer unrhythmisch, arrhythmisch. Das ist immer. Also das ist ein permanenter Zustand. Also da sieht man mich nicht an, ich weiß, ich sehe gut aus, aber, aber es ist halt so und damit muss ich leben. Also wenn man im Leben, das ist meine Meinung, wirklich immer gewesen, wenn es einem schlecht geht, man muss sich dagegen wehren, das ist okay, aber irgendwas im Leben muss ich eins, was für mich ganz, ganz wichtig ist, akzeptieren. Ich muss in der Situation akzeptieren. Wenn ich nur dagegen bin und nur klage, dann bin ich doch unter Minus. Ja? Dann bin ich doch da unten, komme ich unter Teppich her. Und das darf nicht sein. Ein Mensch ist so gehoben, erhaben, durch die Gegend laufen und das versuche ich. Und das ist auch okay so. Die anderen können nichts dazu, dass ich das habe. Akzeptiere das, Junge. Und deshalb kommen wir alle, denke ich mal, gut miteinander aus. Und ich bedanke mich beim lieben Gott, dass ich noch lebe. Da sind wir auf jeden Fall froh, dass du lebst, dass du noch bei uns bist. Du hast gesagt, du hättest zwischendurch auch mal zum Beispiel als Boutiquenbesitzer, als Blumenverkäufer gearbeitet. Was wärt ihr beide geworden, wenn nicht Fußballer, Uwe? Das kann ich dir nicht sagen. Also ich habe es wirklich stringent durchgezogen. Ich habe es zu meiner Lehrerin gesagt, ich mache das später mal. Die war auch noch eine gute Bekannte meiner Mutter und die hat gesagt, der hat ja wirklich recht gehabt. Ich habe Riesenglück gehabt, also man muss es so sagen. Ich würde heute jedem Jugendlichen empfehlen, mach deine Schule zu Ende, mach dein Abi, wenn es geht, zeitlich, wenn das alles noch reinpasst für die Jungs, dass man auch irgendwo da noch ein zweites Standbein hat. Ich habe das Glück gehabt, dass es so durchgelaufen ist. Bin da sehr, sehr dankbar für. Es macht auch nach wie vor noch immer alles richtig viel Spaß, weil der Anschlussjob, der hat sich auch aus der ganzen Geschichte dann ergeben. Und, aber wie gesagt, den Jungs heute, die neigen ja auch schon mal dann dazu, wenn sie dann sehr talentiert sind, dann schnell die Schule mal zu verlassen und zu sagen, ich mache jetzt nur noch Fußball. Das ist ein heißes Eisen und man hat auch viele Dinge gesehen, wo sich Jungs verletzt haben und schwer verletzt haben und dann vielleicht auch noch eine zweite Verletzung hinterherkam und sie konnten dann die Karriere nicht weiterführen. Und deshalb, ich hatte eigentlich keinen Plan B, ich wollte nur Fußball spielen und es hat geklappt und da bin ich sehr dankbar für. Ja, und dann bricht manchmal die Welt zusammen, wenn das so ist, wenn eine Verletzung kommt, du hast nichts, was machst du jetzt? Der Gedanke alleine, hast eine Familie vielleicht gegründet und das ist natürlich nicht gut. Aber der Uwe, ich weiß noch ganz genau, Uwe, vielleicht erinnerst du dich, wir waren in Hannover auf der Messe. Hm? Auf welcher? Erinnerst du dich? Ja, ich weiß. Ja. Cebit oder? Nee, Cebit war das nicht. Sag mal die andere, die große, der Industriemesse. Bitte? Expo oder Hannover Messe? Nein, Hannover. Egal, eine große Messe. Ja, die größte weltweit. Okay. Es war überall. Und da haben wir uns unterhalten und da habe ich ihm den Ratschlag, werde ich nicht vergessen. Ich weiß, ist dir wahrscheinlich empfallen. Du hattest noch ein Angebot.
vom anderen Verein, hat es aber auch mir erzählt, hast mich mit mir unterhalten, auch das Angebot von Mönchengladbach, den Anschlussvertrag zu machen. Da habe ich dir gesagt, geh nicht rein. Das sind 2 Jahre und danach bist du, weißt du nicht, was du machen sollst. So hast du eine Aufgabe, mach lieber das. Es war ja auch eine finanzielle Seite und das weißt du gar nicht mehr, oder? Nee, es ist die guten Ratschläge aller Wind geschmissen. Er hat mich gefragt. Aber es war ja für mich trotzdem eigentlich kein Thema. Auch da, ja, du hast mich immer gefragt, das weiß ich sagen, noch ganz ja. genau. Du hattest war noch das Real Madrid? Du hattest mal ein Angebot, das weiß ich von Real Ende Madrid. Am Ende der Karriere war das. Hat es noch 2 Jahre, ob sie das machen und so, aber die mit Gladbach noch ein. Sag doch mal, wer es war. Das weiß ich nicht. Das weiß ich auch nicht. Das kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, dass wir auf dieser Messe, weißt du das noch? Wäre jetzt auch kein Geheimnis, ich würde es dir verraten. Aber ja, ich weiß, dass wir über solche Dinge gesprochen haben und wie es noch weitergeht, weil das dann auch da eine Phase war, wo ich absehen konnte, es geht aufs Ende hinzu. Ja, so ist das es. Ist ja dann irgendwann leider mal so, wenn wir sich wahrhaben wollten, aber es ist so. Und dann hatte ich aber auch schon. Vor meinem vorletzten Vertrag habe ich mir schon reinschreiben lassen, dass ich einen Anschlussvertrag als Trainer im Jugendbereich bekomme. Also das hatte ich da schon drin stehen. Ja. Also so als nächsten Schritt, als Übergang, sodass man ein bisschen zumindest schon mal abgesichert ist. Weil dann, als es dann aufhörte oder zu Ende ging, da ging es auch sehr schnell, muss ich ehrlich sagen. Also das war dann auch eher überraschend. Ich hatte dann gerade nochmal einen 2-Jahres-Vertrag unterschrieben und dann sind wir auch aufgestiegen und hast gedacht, kannst ja nochmal schön Bundesliga spielen, erste Liga. Und dann funktionierte das mit dem Knie nicht mehr. Jetzt habe ich scherzhaft reingeschrieben, noch 30 Jahre bleibst du Torwarttrainer. Was glaubst du, wie lange machst du es tatsächlich? Ja, das sage ich ja auch immer, es hängt ein bisschen von der Haltbarkeitsdauer ab. Ne? Also ich meine, die Knochen werden nicht besser, ein neues Knie habe ich schon, also ich habe auch schon so meine Einbauteile, das ist dann halt so. Aber es hat auch funktioniert, auch zu dem Thema, ne? Man muss es richtig angehen, man muss das wollen, man muss sagen, okay, mit so einem neuen Teil, mit so einer Knieprothese, hört sich so wild an, aber da versuche ich das, da möchte ich auch meinen Job wieder machen. Und das hat gut geklappt und das hält auch bis jetzt super, ist jetzt seit 4 Jahren drin und ist eine gute Sache. Und da muss man gucken, wie man sich dann fühlt. Man muss da irgendwo ja auch ein bisschen ordentlich rüberkommen, ein paar Dinge immer noch mitmachen können. Schön ist, wenn man den Torwart am Wochenende dann auch aufwärmen kann. Ich denke, das ist für den Torhüter auch immer wichtig, dass der Torwarttrainer es macht, das sicherlich auch anders als es früher war. Du willst nur, dass die Frauen dich von der Tribüne aus sehen. Das weiß ich. Aber in dem Zustand doch nicht, Mensch. Ja, und das sind dann. Das machst du übrigens immer in kurzen Hosen, egal ob es stürmt. Was muss passieren, damit du das Aufwärmtraining oder auch das Training mal mit langen Hosen machst? Was muss da passieren? Ja, 40 Grad Fieber oder so. Das muss dann schon so sein. Hast du ja auch schon, da warst du ja auch da. Ja, aber auch nur kurz. Aber dann bin ich dann auch wieder nach Hause gefahren, weil dann ging es um Ansteckung und all sowas. Und dann ging es nur ums Aufwärmen. Das habe ich dann noch gemacht und dann bin ich wieder nach Hause und habe ins Bett gelegt. Aber warum bist du dann nicht direkt zu Hause geblieben und hast gesagt, okay, dann macht das Aufwärmen dann mal ein anderer? Die Jungs sind dann ihre Dinge gewöhnt. Und wenn das in so Spiele geht, ist schon wichtig, dass man so seinen Rhythmus hat, der da abläuft. Und dann wollte ich halt beim Warmmachen da sein, dass das noch läuft und danach beim Spiel ist das dann, denke ich, nicht mehr ganz so wichtig, ob man da draußen sitzt, das ist nicht ganz so tragisch und der Halbzeit nochmal einen Satz vielleicht da gesagt hat oder so. Das muss dann nicht unbedingt sein, aber so das Aufwärmen, denke ich, ist schon eine wichtige Sache und das hat auch dann noch geklappt. Rituale. Bist du abergläubig, Wolfgang? Ja, ich gucke jeden Morgen in den Spiegel, ob ich noch da bin. Ja. Und meistens klappt es auch. Oder warst du es zu? Doch, ich war abergläubig. Ja, ich bin immer mit dem linken Fuß zuerst auf den Rasen getreten. Das ist so ein Blödsinn. Es ändert sich nichts, es macht nichts. Ich war, aber ich musste es einfach machen für meinen inneren Frieden. Ja, das war so. Bei dir, Uwe? Ich habe den linken Schuh immer zuerst angezogen, also vorm Spiel. Das war auch zum Beispiel jetzt eine Sache. Oder man hat seine Handschuhtasche immer in eine bestimmte Seite gelegt. Solche Dinge, das ist dann auch schon abgelaufen. Wenn ich, Entschuldige, ganz kurz, vielleicht Riesenapplaus mal für das Thekenteam hier in der Kulturküche. Wir werden auch nachher noch einen Hut rumgehen lassen. Das erste Mal, damit ihr eure Fragen dort hineinschmeißen könnt, die ihr an Uwe und Wolfgang stellen möchtet. Und das zweite Mal dann, um vielleicht einen kleinen Obolus für das Thekenteam zu bekommen. Jetzt, Karneval steht vor der Tür. Ja, Otto, ich habe eben Amadeus reingeschrieben. Hast du eigentlich jemals unter dem Spitznamen Otto gelitten? Hast du ihn geliebt oder war er dir völlig egal? Nein, ich hoffe, Otto hat nicht gelitten. Das wäre ich der. Also, Otto ist ein intelligenter Mensch, das sieht mir also sehr ähnlich. Auch da.
Ja, es ist ein Vorzeigekomiker. Ich würde nicht sagen Komiker, das ist ein Multitalent. Also ich habe ja Gott sei Dank einen Film mit ihm machen dürfen, habe ihn auch in anderen Situationen privat kennengelernt. Er ist ein feiner Kerl. Nur wenn das Publikum dabei ist, dann ist er voll ganz aus. Dann hoppelt er rum, also da ist er so, diese Unruhe hat er von mir. So, du hast die Tröte schon rausgeholt, das ist gut, denn diese Tröte hat jetzt eine besondere Bedeutung. Das möchte ich gleich von dir hören, wenn wir unser Kitchen-Quiz spielen. Dafür bräuchte ich aber noch jemanden aus dem Publikum, der A, glaubt, ein bisschen über Borussia Mönchengladbach Bescheid zu wissen und B, über Mönchengladbach selbst. Wer traut sich? Ansonsten picke ich mir einfach jemanden raus. Gemeinsam mit Uwe und Wolfgang. Guckt mal ganz genau. Im Moment traut sich noch keiner. Über Gladbach? Oder was war das? Über Mönchengladbach und über Borussia Mönchengladbach. Ein kleines Quiz. Die Fragen sind nicht so schwierig. Na, vielleicht doch. So, da hinten hat jemand... Kommen Sie doch mal bitte ganz hinten in der letzten Reihe. Ja, genau, Sie, der jetzt so wegguckt. Guck mal, jetzt tut er so, als wenn er auf sein Handy guckt. Ja, aber da, genau, Sie, kommen Sie doch mal bitte nach vorne. Riesenapplaus für den Mann, der sich jetzt traut. Die Braut, die sich nicht traut. Julia Roberts. Hallo, schönen guten Tag. Kommen Sie zu uns hier an den Platz. Stellen Sie sich hin. Thorsten Knippert, mein Name. Und ja, genau, nicht stolpern. Vorsicht, da ist das Kabel. Da ist Heribert. Ich werde Ihnen immer das Mikro hinhalten. Wir haben drei Stück hier. Es wird Quizfragen geben. Woher kommen Sie? Aus Mönchengladbach. Da kennen Sie sich aus, ja? Auch wissen ein bisschen Bescheid über Ihre Stadt? Ich hoffe. Nehmen Sie bitte Platz. Wir legen sofort los mit unserem kleinen Quiz. Und achso, die Spielregeln sollte ich vielleicht auch noch vorher erklären. Wir sehen hier vor euch jeweils 5 Becher. Ziel des Spiels ist es, als Erster keinen Becher mehr vor sich stehen zu haben. Und für jede richtige Antwort, die ihr gebt, nehmen wir euch einen Becher weg. Der wird dann beim Timinator landen. Ja? Und der hat auch hinter sich das, um das es geht. Das halten wir auch mal ganz kurz hoch. Christoph, einmal bitte kurz hochhalten, ganz genau. So, dieses wunderbare Trikot. Aber, Heribert, nicht zu früh freuen, dieses Trikot wird versteigert. Aber derjenige, der gewinnt, darf sich aussuchen, für welchen Zweck dieses Trikot versteigert wird. Spielregeln soweit verstanden. Wenn ich die Fragen gestellt habe, und dafür sind die Tröten, Wolfgang hat sie schon in der Hand, bitte nehmen. Die Buttons für den Buzzer sind leider nicht angekommen. Danke, Deutsche Post. Deswegen machen wir das jetzt so. Ist auch schön für die Kamera. Wer glaubt, die Frage richtig beantworten zu können, trötet, antwortet dann. Und wenn die Frage richtig beantwortet ist, sind die Becher vor euch weg. Kann ich die vorher voll machen? Von mir aus. Schmeißen Sie rüber. Und wenn sie falsch ist, beantwortet wird? Wenn die falsch beantwortet wird, dann bekommt ihr den Becher wieder hingestellt, vorausgesetzt, es ist schon einer weggenommen worden. Ansonsten bei den ersten 5 Bechern passiert gar nichts. Spielregeln soweit verstanden? Ja? Gut. Ihr seid bereit? Gut. Dann geht's jetzt los. Wer wurde 1974 Weltmeister im Hallenhandball? Deutschland? Du hast gesagt, die sind nicht so schwer, die Antworten. Nein, Deutschland ist falsch. Jetzt bist du erstmal gesperrt für die Runde. Heribert? Wolfgang? Deutsche Demokratische Republik war im Endspiel, hat aber verloren gegen den Weltmeister. Nah dran, ha? Also, ihr wollt. Dann ist es Russland. Du musst natürlich tröten vorher. Russland, sagst du? Nein, ist auch falsch. Schweden ist auch falsch. Nein, es wäre Rumänien gewesen. Gut, gehen wir weiter. Wofür steht die Abkürzung? VfL. Wolfgang als Erster. Verein für Leibesübung. Verein für Leibesübung ist richtig. Applaus für Wolfgang. Welcher Brusse war der Letzte, der Fußballer des Jahres wurde? Welcher Borusse war der Letzte, der... Uwe. Falsch. Berti Vogts auch falsch. So, kriegt er wieder seinen Becher.
So schnell kann das gehen. So, Heribert will auch nicht antworten. Es war Marco Reus. You'll never walk alone kennt fast, oh, das kann lange dauern, bis die fünf Becher weg sind. You'll never walk alone kennt fast jeder als Fußballlied. Wer singt die Originalversion? Gary and the Pacemakers. Borussias damaliger Manager Helmut Grassoff schrieb mal ein Buch. Wie hieß das? Ihr habt es und wisst nicht, wie es heißt. Habt ihr es denn gelesen? Meine launische Diva ist richtig. Wunderbar. 30 Jahre mit Borussia Mönchengladbach. Weiter geht's. Wie heißt die Trainerin der Frauenfußballnationalmannschaft? Neid. Ja, Silvia Neid ist richtig. Der schwarze Aufweg. Applaus für dich, Herbert. Wunderbar. 1979 holte Borussia den UEFA-Pokal gegen Roter Stern Belgrad. Welche beiden anderen Mannschaften standen noch im Halbfinale? Dynamo Kiew. War das schon ein Tröten? Dynamo Kiew. Nein, ist schon falsch. Damit bist du schon gesperrt. Dynamo Kiew war es nicht. Im Halbfinale. Duisburg und Hertha BSC waren es tatsächlich. So. Dann, weiter geht's. Howie, Kress, Uwe und Tower sind vier Musiker einer Band. Wie heißt diese Band? B.O. ist richtig. Uwe kam es mit dem nächsten. B.O. Wir spielen gleich mal ein kleines Lied. Oder komm, spielen wir jetzt mal ein kleines Liedchen von Ihnen. Ja? Wir haben Schwuren, Stein und Wein, auf die Elf vom Niederrhein. Kennst du gar nicht. Okay, dann machen wir... Das Lied schon, aber die Gruppe nicht. Machen wir sofort weiter. Laut einer Studie der Fachhochschule Koblenz sind wie viel Prozent aller Profifußballer nach dem Karriereende dauerhaft arbeitslos? Ich lasse plus minus 5% gelten. Ja. Nach Ende der Karriere arbeitslos. Wie viel Prozent? 65. Falsch. Ist ganz genau richtig. 25%. Jeder Vierte. Und nur jeder Zehnte hat tatsächlich dann ausgesorgt. In welchem Jahr wurde das Bosman-Urteil gefällt? Mitverantwortlich dafür, dass Spieler jetzt nach Ablauf des Vertrags ablösefrei gehen können. 92. 92 ist falsch. Den schwarzen brauche ich wieder. Heribert bekommt seinen schwarzen Deckel wieder. Würde ich nicht tun, wenn du falsch bist, hast du ihn wieder. Aber egal, Wolfgang ist zuerst dran. Hat getrötet. 92 hat er gesagt. 87 ist falsch. 3, 2, hast du getrötet? Willst du antworten? Nein, es war 95. Jean-Marc Bosman, der Belgier. Damit der Weiße schnell wieder hin. Auf Mönchengladbacher Platt gibt es einen Begriff. Zeit? Auf Mönchengladbacher. Ah ja, genau. Frage an den Timinator. Wie lange haben wir eigentlich noch? 30 Minuten. 30 Minuten sind noch Zeit. Wunderbar. Dann kriegen wir das noch durch. Was heißt auf Hochdeutsch der Gladbacher Plattbegriff Penge? Herbert war ein bisschen eher dran. Fußballspielen. Fußballspielen ist richtig. Wunderbar. Penge heißt Fußballspielen. Wer oder was ist Holger Stromberg? Kommissar? Nein, kein Kommissar. Schwarzen wieder hin. Ein Koch. Auch wenn du nicht getrötet hast, lasse ich gelten. Der Koch der... Ja, habe ich nicht gesehen. Alles klar. Der Koch der deutschen Fußballnationalmannschaft. Ist korrekt. Von welchem Verein kam Juan Arango zur Borussia?
Heribert, zuerst? Mallorca. Welcher Mallorca-Verein? Weiß es genau? Und was mit? Sollen wir Mallorca gelten lassen? Ja, RCD Mallorca. RCD Mallorca ist absolut richtig. Auf welchem Platz der ewigen Bundesliga-Tabelle liegt Borussia Mönchengladbach? Keiner trötet, Sechster. Wie lautet der richtige Vorname von Hennes Weißweiler? Keiner trötet, es ist tatsächlich Hans. Hans Weißweiler. Ja, und dieser Hennes Weißweiler trainierte vor seiner Borussia-Station schon mal einen Verein, der jetzt zum Fußballbezirk Mönchengladbach gehört. Welcher war das? Ja. Richtig, Reiterspielverein. So, ah, den schmeißt er runter. Okay, lassen wir es so. Wunderbar. Dann, weiter geht's. Wie viele Zuschauer passten damals in den Bökelberg? Oh, jetzt wird diskutiert. Okay. Kurz bevor er abgerissen wurde. Also das letztmögliche Kapazitätsvolumen des Bökelbergs. Wie viel passen rein? Jetzt spielen die beiden zusammen gegen Heribert, oder wie? 34.500. 34.500 ist richtig, ganz genau. 30 hätte ich auch gesagt, aber 500. Mönchengladbach hat 4 Stadtbezirke, aber wie viele Stadtteile? Auch wieder bis auf 5, plus oder minus lasse ich gelten. Nein, falsch. Grüner, ja, sehr gut aufgepasst da hinten. Ja, ich bin wenigstens mutig, so. Das stimmt. Ja. Heribert auch nicht. Uwe, ihr wollt nicht. Nee, er trötet nicht. Es wären 44 gewesen, beziehungsweise sind 44. Auf 5, hör mal, auf 5. Ja. Hör mal, auf 5. Wie viele ausländische Trainer waren bisher hauptverantwortlich bei Borussia tätig? Tätig oder hauptberuflich? Einer. Einer ist falsch. Der schwarze Becher. Uwe versucht es mit 3 und das ist richtig. Dick Advokat, Jos Lukai und Lucien Favre. Und Hans Meyer? Das kann man auch so ausladen. Fragen wir ihn demnächst mal. Bernd Kraus als Österreicher. Ja. Ja. Er hat mal für Österreich gespielt. Vorher oder nachher? So, jetzt wird hier schon diskutiert. Können wir gleich ausdiskutieren. Welchen Titel bekam die Mannschaft von Borussia Mönchengladbach 2003 verliehen? Nicht die erste Mannschaft, nein. Nein, Borussia Mönchengladbach, die Mannschaft war tatsächlich 2003 der Krawattenmann des Jahres. Man soll es nicht für möglich halten. Aber kommen wir zur ersten Bundesligamannschaft. In welcher Saison war Borussia denn die erste Bundesligamannschaft? Solange Berti Vogt spielte nicht. Das stimmt, da hat er nicht mehr gespielt. Das als kleiner Tipp. 2000er. Der Zwischenruf aus dem Publikum ist auch falsch. Es war 2001, 2002. Wer führte Regie im Kinofilm Das Wunder von Bern?
Ja, zählt als Tröten, Otto. Sönke Wortmann. Sönke Wortmann ist richtig, grüner Becher weg, macht alles selbst. Was bekommt man, wenn man im Fanshop von Borussia Mönchengladbach Fohlenmilch bestellt? Schlechte Laune. Vanille-Karamell-Sahne-Likör. Das Fanprojekt Borussias feierte zuletzt Jubiläum. Welches? Mhm. 25 Jahre ist richtig! Und das heißt Applaus für Uwe Kamp. Ich hab's auch gewusst. Ich wollte nur, dass es aufhört. So, und der hier ist extra für dich. Einmal draufdrücken, Uwe. Genau. Dankeschön, Heribert. Riesenapplaus für Heribert. Uwe, dieses Trikot werden wir versteigern. Du kannst dir bis zum Ende des Kitchen Talks überlegen, für welchen Zweck. Da werden wir mit Sicherheit etwas finden. Habt ihr noch eine Frage? Warum ich so gut aussehe? Oder? Das ist, ich brauche eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Das ist wunderbar, denn ich wollte gerade Christoph, unseren Timinator, bitten, einmal kurz mit dem Zylinder rumzugehen und alle Fragen einzusammeln, die ihr hoffentlich auf eure Deckel geschrieben habt. Bierdeckel sind es ja nicht, denn hier in der Kulturküche, das habt ihr, das haben Sie mitbekommen, gibt es keinen Alkohol aus besonderem Grund. Das bringt mich aber direkt zur nächsten Frage an euch beide, bis die Fragen aus dem Publikum da sind. Ich gucke auf die Uhr, Altenheim macht langsam zu. Ja, wir bringen dich gleich. Ich meine dich. Ach so. Man sagt auch, Fußball und Alkohol gehören zusammen. Wie seht ihr das? Ist das so? Fußball, Alkohol, Zigaretten und Frauen. Ja, wer hat denn? Ja, natürlich. Autos hast du vergessen. Autos auch. Schnelle Autos. Ja, auch schnelle noch dazu. Autos gehört dazu. Ja. Also da hast du wirklich eine Menge vergessen. Es gehört dazu. Was hat der eine National, der Trainer mal gesagt? Das Schönste ist, was war das? Ah, ich, im nächsten Leben werde ich Spielerfrau. So war das, ja. Seht ihr das genauso? Ist das für euch so, dass es ohne nicht geht? Es ist ein Statussymbol, was sich jeder antut. Jeder muss das für sich wissen. Der eine, Klinsmann, ist vor Jahren mit dem alten VW rumgefahren, der andere... Ja, die schnellen Autos, nicht. Aber Alkohol ist ja kein Statussymbol. Ja, natürlich, du musst auch ja, da hast du recht, aber Statussymbol, eine Frau kann auch ein Statussymbol sein. Ne? Das sieht man nach 20 Jahren, wenn die auseinandersehen, war das nur übergangsweise. Aber, oder nach 10. Ja, ist wirklich so. Na, jetzt hast du gesagt, Frauen sind Statussymbol, schnelle Autos Statussymbol, ja, aber ich wollte ja eigentlich wissen, ob Fußball und Alkohol grundsätzlich zusammengehören, ob es nicht ohne geht. Ohne geht es natürlich, aber schlecht. Also bei den Spielern wäre es schon mal ganz gut, wenn es ohne wäre. Na, dass wir dann vernünftig auf den Platz kommen. Ich meine, wenn draußen drumherum die schon alle ganz gut drauf sind oder schon eine ganz gute Stimmung haben. Es ist ja so, wenn man zu Spielen fährt, man sieht die Leute zum Stadion gehen, die meisten haben einen Becher in der Hand oder eine Flasche Bier in der Hand, so, um sich ein bisschen aufs Spiel vorzubereiten, was auch okay ist. Ich denke, wenn der Rahmen stimmt, ist das auch in Ordnung. Es gibt natürlich auch ein paar Experten dabei, die haben dann irgendwo ein bisschen zu viel. Da fängt es dann wahrscheinlich schon vorher mit dem Flaschenwerfen an und geht dann mit anderen Dingen im Stadion weiter. Das ist natürlich ein Problem. Das stimmt. Das sollte nicht sein, aber wenn man insgesamt es sieht im Fußball, selbst die Nationalmannschaft wirbt für Bier, auch wenn es dann hinterher in den alkoholfreien Bereich geht, aber es ist auch eine Biermarke, also es ist irgendwo schon allgegenwärtig und jeder Verein hat so seinen Bierausstatter, nicht Klamottenausstatter dann oder sowas, aber auch seinen Bierpartner und das ist so. Man hat so die Möglichkeiten, da sicherlich auch alkoholfrei zu trinken und solche Dinge. Das geht auch alles mittlerweile schon. Ja, gibt es schon, auch wenn es nicht schmeckt. Ja, ist ja okay. Aber wie gesagt, unten auf dem Fußballplatz und nach dem Spiel in die Kabine und all solche Dinge, da gehört es eigentlich nicht dahin. Ist das vielleicht auch sowas, du sagst zwar, Spieler sollten eigentlich alkoholfrei bleiben, aber man weiß auch von dem einen oder anderen Spieler, dass er zum Beispiel Uli Borowka, dass er viel getrunken hat. Ja, du sagst, ach. Das ist ein Extrem, das ist ein Fall, das ist ein Extremfall, das ist ja nicht Normalität.
Also Alkohol nach dem Spiel zum Entschlacken und zum wieder neu auffüllen oder wie auch immer, das gehörte teilweise dazu nach dem Spiel. Also wenn man einen großartigen Sicherung hat, ist Pokalsieger, ich glaube nicht, dass da einer Apfelsaft getrunken hat. Also von daher denke ich mal, dass das ganz korrekt ist. So ähnlich ist das mit Olli Borowka. Also, ja? Und da muss man in dem Zusammenhang aber auch mal sagen, dass er sich berappelt hat, gefangen hat, und das finde ich bewundernswert. Ich auch, definitiv. Also jetzt wollte ich noch mal, Entschuldigung. Aber ihm ist auch, glaube ich, da unheimlich beigeholfen worden. Auf jeden Fall. Also er hat auch eine tolle Unterstützung bekommen. Hat auch und hier, ja, das ist auch teilweise vom Brüssel, beziehungsweise von der AOK. Leuten, ganz genau, ja. Wilfried Jacobs, das weiß ich dann auch so ein bisschen. Ja, auch das meinte ich. Und ja. Das fand ich natürlich auch toll, dass dann auch das ehemalige auch, Leute ja. aus dem Verein sich auch um ehemalige Spieler kümmern. Aber kennst du das mit den Flaschen noch? Mit? Ja, mit dem Trinken Flaschen. Du hast doch gesagt, von Trinken, Flaschen und Bierflaschen und so weiter. Ich weiß nicht, was du das? Da hat doch ein Stadionsprecher mal gesagt. Damen und Herren, bitte unterlassen Sie das Werfen mit Flaschen. Es stehen schon genug auf dem Platz. Also, das muss Rolf Göttl gewesen sein. Ah nee, stimmt. Die schlechte Zeit Borussias war ja ein bisschen später. Ist Alkohol vielleicht ein Mittel für einige, um... Ja, Druck gibt es überhaupt für Fußballer heutzutage? Ist das wirklicher Druck? Könnt ihr das einschätzen? Wie groß ist der Druck auf junge Fußballer heutzutage, Uwe? Ja, mit den jungen Fußballern, also du hast vorhin mal eine Frage gestellt, da ging es darum, ob man heute noch mal spielen möchte und so. Während Wolfgang gestellt, aber ich denke, wie die Jungs heute in diesen Leistungszentren, die es jetzt gibt, vorbereitet werden auf den Sport, das ist eine ganz andere Geschichte, als damals war. Also die werden jetzt auf viele Dinge vorbereitet, den Umgang mit der Presse, den Umgang mit Ernährung. Die werden dementsprechend mit ihren Verletzungen behandelt. Die haben jeden Tag Training in der Woche. Ich denke, wir sind früher in unseren Vereinen, in denen wir vorher waren, zwei-, dreimal die Woche haben wir trainiert und ein bisschen am Wochenende dann gespielt. Und auf einmal ist man dann... haben irgendwelche Leute die Idee gehabt, einen zu holen in eine Bundesligamannschaft. Und ich weiß noch, ich habe dreimal die Woche trainiert, war da 18 Jahre alt in der A-Jugend bei einem Amateurverein in Düsseldorf. Und du kommst auf einmal dahin, musst dann jeden Tag trainieren, teilweise auch zweimal, und wusstest gar nicht, wie der geschieht. Und das sind so Dinge, die sind heute nicht mehr so. Also die Jungs sind wirklich darauf vorbereitet, sicherlich auch ein Stück weit dann verwöhnter mit allen Dingen. Ja, vielleicht auch dann nicht ganz so hart im Nehmen, weil das war eine harte Schule, sich da durchzukämpfen und erstmal da durchzukommen. Man musste die Klamotten tragen, man musste... Was heißt nicht ganz so hart im Nehmen? Also es sind Weicheier, oder? Nein, das nein. ist Kritik. Heutzutage nein, ist es anders. Ja, es ist anders. Es ist nur Nehmen, es ist kein Nehmen und Geben. Wir haben auch gegeben, also uns eingegeben, machen die auch, aber sie sind weicher, sie sind anfälliger. Anfälliger, nicht so stabil, finde ich. Also ist meine Meinung. Also das Einzige, wo sie stabil sind, ist Ende des Monats. Ja, wenn Sie wissen, was ich meine. Nee, erklär mal, komm. Gut, wir greifen mal rein in den großen Zylinder. Aber warum fragst du nicht mal, wie es bei mir war? Wie war es eigentlich bei dir? Ja. Also ich bin genau wie Uwe vom kleinen Verein gekommen, dreimal eine Woche trainiert. Wenn ich Lust hatte, wenn ich keine Lust hatte, zweimal, kam häufiger vor. Nein, Quatsch, so war Flex. Ich bin auf jeden Fall, das wollte ich nochmal anfügen, das war für mich eine Totalüberwindung. Ich wollte auch schon zwischendurch nach Hause fahren, wenn ich die Strecke gewusst hätte. Damals gab es noch keine Autobahn. Es war wirklich schwer nach Gladbach von Schwerte, zu kommen. Von Schwerte nach Gladbach. Keine Autobahn. Bin über Düsseldorf, B1 gefahren. Aber ich bin von 85 Kilo auf 71 Kilo runtergegangen hier in Mönchengladbach. Und da musste Fußball spielen. Das innerhalb der kürzesten Zeit. Das war für mich eine Totalquälerei. Und mit dem Flachs der Fußballer damals musste ich erstmal zurechtkommen. Das war ich nicht gewohnt. Was heißt der Flachs? Was ist da gesagt worden? Ja, das ist alleine, wenn du mal einen Ball, wenn du jetzt mal so kaputt von 85 auf 71 runtergehst, ich glaube nicht, dass du deine Leistungsfähigkeit da erreicht. Ja? Das Training war für mich absolut anstrengend. Das war eine Totalumstellung. Und wenn du dann so leichte Vorwürfe, die Blicke alleine waren schon Vorwürfe genug. Ja, wenn so einer sich so umguckt beim Trainingsspiel. Wäre schön, wenn ein Torwart im Tor wäre. Wer hat so geguckt? Berti? Alle. Aber das haben die zurückgekriegt, indem ich dann anschließend gut gehalten habe.
So, hier haben wir eine Frage stehen. Hat der Fußball insgesamt eher an Qualität gewonnen oder verloren? Was glaubt ihr? Das liegt im Auge des Betrachters. Wenn einer vor 30, 40 Jahren im Stadion sagt, oh, da war das schön, so gemütlich, konntest alles ansehen, ist er natürlich gewonnen, meine ich zumindest, an Qualität. Es ist manchmal für einen Zuschauer, sagte ja gerade, vor 30 Jahren Günter Netzer und so langer Pass und sah und wunderbar. Es war natürlich für den Zuschauer angenehmer zu sehen. Heute ist es, das hatte ich vorhin schon mal gesagt, handlungsschnell ist gefragt. Ich weiß nicht, wie du es siehst. Da haben sich auch andere Dinge verändert. Man muss ja auch mal sagen, wenn man jetzt am Wochenende ins Stadion geht, das ist ja ein Familienausflug, da gehen Familien mittlerweile hin mit Kindern, es gibt Familienblöcke in allen Stadien, dann geht es ja damit schon mal los. Da freut man sich drauf und das ist eine ganz andere Geschichte, so wie die ganze Sache da schon beginnt. Ja, das ist der Wochenendausflug, da geht man da hin und fiebert dann alle 14 Tage, dass das auch wieder so weit ist. Ist auch schön so, hat sich auch super entwickelt. Ich meine, wir haben Zeiten erlebt, wo wir um UEFA-Pokalteilnahme gespielt haben, ihr ständig, wir ab und zu mal damals. Und da hat es zu 10.000 Zuschauer im Stadion. So was, ja, es ist eine ganz andere Geschichte geworden. Also das ist richtig Spaß, das ist ein Event geworden. Und ich denke, das, was auch unten am Platz passiert, ist auch anders geworden, auch die Dinge mit dem Pressen, mit dem Ball zu gewinnen, die schnellen Konter, die dann kommen. Es hat sich das Material verändert, die Bälle, die gehen ab wie die Raketen im Gegensatz zu früher. Da bist du mehr umgebracht worden von den harten Dingern, wenn die dir um die Ohren geflogen sind. Aber das, da ist unheimlich viel Tempo ins Spiel gekommen. Sicherlich war es dann schön, wenn früher einer dann so diesen schönen Diagonalpass und so, das siehst du heute nicht mehr. Den Zehner gibt es auch nicht mehr wirklich. Die sind auch mehr oder weniger jetzt ausgestorben. Das läuft auch anders ab. Selbst die großen Stürmer vorne in der Mitte wackeln langsam auch schon. Da geht es auch dahin, dass da kleine Bewegliche mehr sind. Teilweise Nationalmannschaft sehen wir es, Barcelona haben wir es gesehen. Bei uns ist es auch jetzt ein Ticken so. Ohne Stoßstürmer, wie das so schön heißt. Ohne den Platz vorne in der Mitte drin. Das sind dann auch sicherlich dann hinterher auch Sachen, okay, was sieht man lieber? Oder ist das dann der Plan B vielleicht irgendwo, dass man sagt, man hat einen auf der Bank sitzen, den man dann bringen kann. Und man hat da die Möglichkeit, auch mal nochmal anders zu spielen. Einer, den man lang vorne anspielen kann, der hält das Ding fest. Man muss nicht aus der Kombination machen. Aber ich glaube schon, dass sich da vieles entwickelt hat und dass das ganz gut auch anzuschauen ist. Ja, ich habe das damals noch, hier, schau mal, Kalle der Haie sagt jedem was, ja, rechts außen, klein, blond, schnell. Zu Bayern München dann gewechselt. Weil der Hoeneß in der Mitte spielte, sollte der über rechts, weil er schnell war, die Flanken bringen. Aber da, wo der Hoeneß stand, da kam der Ball nicht hin. So, und der war dann mehr so Richtung Zuschauer. Kenne ich einen Spruch, Christian Kulig, allen bekannt, auch aus meiner Zeit. So, das hatte immer, der war so ein Trockener, der ist ein super Typ. Er sagte, Kalle, das ist ja toll, wie schnell du bist. Aber eins, Kalle, versprich mir das beim nächsten Mal. Wenn du das Weiße siehst, ja, dann brauchst du nicht mehr weiterlaufen, das ist die Außenlinie. Frage an dich, Wolfgang. Herr Kleff, wie fühlt es sich an, als einziger Torhüter von Borussia Mönchengladbach deutscher Meister zu sein und das gleich fünfmal? Zu wenig. Ja. Wie fühlt sich das an? Es ist vergangen, es ist Schnee von gestern. Es ist also, ich sagte ja, das ist ein Ist-Zustand. Man kann nicht mehr, weniger, es hätte mehr sein können. Was soll ich dazu sagen? Ich habe es genossen, ich habe es mitgenommen. Ich fand komischerweise den Pokalsieg fast noch schöner, 1973. Warum? Kann ich auch erklären. Es gibt kein Endspiel mehr. Ja? Und da gewinnst du ein Endspiel und dann gegen Köln. Ein super Spiel zu der Zeit und das gewinnst du. Das ist der Schlusspfiff, eine Erleichterung bei Bayern München oder wenn die 10 Tage vor Spielschluss schon deutscher Meister sind, ist die Spannung nicht mehr da. Also so ein Pokalspiel war für mich was Besonderes. Das war schöner als eine deutsche Meisterschaft, außer der ersten. Das war natürlich das Nonplusultra. Die erste war toll, aber ein Pokalspiel, absolute Erleichterung, super. Und dann flog die Maschine der Olympic Airways, ich wollte nach Griechenland. Wie stand die Verlängerung 1-1? Damals gab es noch Wiederholungsspiel. Ja, da gab es keine Elfmeterschießen, aber mittwochs wäre Wiederholung gewesen. Da habe ich mir kurz überlegt, lässt er einen rein? Das wäre mein Urlaub kaputt gewesen. Sehr schön. Wunderbar. DFB-Pokal-Endspiel hast du auch gewonnen, 95 dann. Nichtsdestotrotz lautet die Frage an dich,
Was hältst du von Jan Sommer? War ja klar, dass irgendwas in die Richtung mal irgendwann an dem Abend kommen müsste. Ich habe schon von dir darauf gewartet. Aber gut, ja, wir wissen ja, wie die Situation ist. Der Marc verlängert nicht, er wird irgendwo anders hingehen. Wir spekulieren alle, wo er hingehen wird, aber es ist noch nicht klar. Deshalb kann man es auch noch nicht so genau sagen oder definieren. Wir haben auch 2, 3 ordentliche Jungs auf der Liste, die auch sehr, sehr gut sind und gucken natürlich ein bisschen danach. Wir haben uns jetzt ja einen gewissen Spielstil angewöhnt, auch mit dem Torhüter, dass man da... Vielleicht können wir den Wolfgang auch nochmal da reaktivieren. Nein, ist okay. Aber Jan Sommer kennst du ja, was hältst du von ihm? Jan Sommer kenne ich und er spielt gut mit hinten dran und das ist eine interessante Sache. Er ist nicht... Also ist jetzt keiner, der sofort aus dem Raster fällt? Er fällt von daher jetzt mal so ein bisschen aus dem Raster. Mittlerweile sind die Torhüter ja alle um die 1,90. Er ist eher so um die, ja, mit gut will 1,85 und dann fällt er da halt schon mal aus dem Raster raus. Ja. Wie groß seid ihr beide? Wie lang bist du? Nicht lügen. 1,79,5. Wie groß warst du? Wie lang warst du zu deiner aktiven Zeit? 1,80. Also auch kleinere Torhüter können gut, ja, 1,80 halten. Ja, ich komme aber an die Latte. Ja. Apropos Latte. Die Stürmer waren auch nicht größer zu der Zeit. Du musst alles in der Relation sehen. Der längste... Aber das Tor war gleich groß wie heute. Ja, ich hatte eine bessere Sprungkraft. Von daher war das egal. Aber das Stichwort Latte übrigens, bei dir oft legendär die gehobene Hand, wenn der Ball dann doch an die Latte oder in deinem letzten Spiel. Ich? Ja. War das so? Jetzt mal langsam. Oder? Also das mit dem, die Lässigkeit, der absolute, das war der Uli Stein, das muss ich ehrlich sagen. Der war ein Eisvogel ohne Gleichen. Und, also bei meinem letzten Spiel, das lasse ich gelten. Das war mal ein verzweifelter Blick hinterm Ball her. Und das war auch dann noch der Martin Stranzel. Das ist auch noch ein Skandal, der jetzt auch noch da ist. Aber ich sag dir ehrlich, ich hätte ihn auch nicht halten können. Er hat schön außen rumgeschossen, Innenpfosten. Und dann war es natürlich cool, ihn hinten dran vorbeirollen zu lassen und sich da hinten auf der anderen Seite zu holen. Das war tatsächlich Martin Stranzel, der das Ding an den Pfosten gesetzt das hat. Das war mal bei mir eine Situation. Jetzt wurde das, man kommt ja von Hölzgen auf Stöcksken. Das war Pierre Littbarski, Krummsäbel, ne? Super Fußballer, FC Köln bei uns am Bökelberg. Man geht, der kommt auf mich zu, holt aus, ich gehe einen Schritt raus. In dem Moment geht der unter dem Ball von halb rechts, lange Ecke. Ich mache mal, was ich gemacht habe. Moment, ich muss weglegen. Tor. Ja. Anerkennung. Ich hab geklatscht. Das war sensationell. Was soll ich da noch hinterherfliegen? Wie manche, die fliegen noch, wenn 5 Meter der Ball nehmen. Da kriege ich immer weh. Also, da kriege ich die Krise, ehrlich. Muss man auf jeden Fall anerkennen. Du hast mal gesagt, du hast 433 Bundesligaspiele bestritten, 432. Davon gut. Ganz sehr gut. Welches war das Schlechte? Hat jemand Erinnerung daran? Ich nicht. Die Berliner sagen das, ja, aber ich doch nicht, hier in Gladbach. Also Berliner im Gladbach-Trikot hast du eine gute gemacht. Ja, wer soll ich, zwingt mich zu lügen? Nee. Also. Gut, wir gucken kurz beim Timinator auf die Uhr, 10 Minuten haben wir noch. Das bringt uns zu unserem nächsten Punkt, nämlich der Fragebogen. Jetzt muss ich mal hier kurz in meinen Zettelwust gucken, wo er denn ist. Und dann geht es für euch wirklich im Sekundentakt darum, ohne großartig zu überlegen, sondern nur spontan zu antworten. Und zwar im Wechsel. Wir fangen an mit Wolfgang. Es geht wieder los. Wenn ich ein Hund wäre, dann wäre ich? Kleff. Gar nicht leiden, Uwe. Kann ich? Gar nicht leiden kann ich? Die bunten Schuhe. Meine Lieblingsband, mein Lieblingsmusiker ist, Wolfgang? John Lennon. Mein Lieblingsmärchen ist? Schneewittchen. Das schlimmste Spiel meines Lebens war gegen?
Kreisauswahl Recklinghausen. Kommen wir gleich noch zu. Das letzte Mal geweint habe ich. Lange her. Mach gleich nochmal. Okay, Wolfgang. Als ich den Ball da reinkam. Ich bin ein guter. Torhüter. Mensch. Alles. Ich bin ganz schlecht im. Flanken anfangen. Lachen kann ich über. Vieles. Mein letzter Kinofilm, den ich gesehen habe, Uwe, war. Der letzte war der zweite Teil vom Hobbit. Ich werde schwach bei Frauen. Uwe, mein Lebensmotto lautet. Es geht immer weiter. Wenn ich eine Sache rückgängig machen könnte, dann wäre ich das, dass ich eher mit Fußball angefangen habe. Meine Lieblingssüßigkeit ist Eis. Wolfgang, ich war noch nie in einem Bordell. Uwe, total überflüssig, finde ich. Total überflüssig, finde ich. Eigentlich Zigaretten. Das Radio schalte ich ab, wenn, Wolfgang? Du am Mikrofon bist. Wenn ich König von Deutschland wäre, würde ich singen. Mein Lieblingskostüm zu Karneval ist Tankwart. Uwe, ich wünsche mir. Uwe, ich wünsche mir. Am Wochenende 3 Punkte. Wolfgang, letzte Frage an dich. Noch nie erzählt habe ich, dass ich nicht verliebt bin. Warum Tankwart? Tankwart, ja, Tankwart ist ein tolles, das wäre so, da könnte ich umsonst Auto fahren, wo kein Sprit. Nein, das ist immer mit dem Rüssel. Oder? Kennen Sie doch, hm? Tankwart? Nein? Ja, der Elefant, wenn Rüssel über den Arm legt. Frage ich den Uwe mal. Was soll ich dir jetzt erklären? Jeder weiß doch, was gemeint ist. Nein? Kommen Sie näher zu mir. Mein Lieblingsmärchen ist Schneewittchen, hast du gesagt. War das einfach nur, weil dir das erste... Du hast gesagt, schnelle Antworten. Also, ist jetzt nicht so, dass das tatsächlich irgendein tiefer gehendes... Die haben ja zuletzt auch das nochmal ein bisschen modernisiert, im Kino gebracht und da habe ich es auch nochmal gesehen und das ist hängen geblieben. Und du hast eben gesagt, 3 Punkte wünschst du dir am Sonntag. Bringt uns natürlich zum aktuellen. Borussia hat jetzt in der Rückrunde 3-mal verloren, aber die Stimmung ist eigentlich noch ganz entspannt, ne? Ich habe es heute nach dem Training gesagt, eigentlich überraschend gut, muss ich sagen, sind die Jungs drauf. Ich denke, das ist aber jetzt nicht so gespieltes, sondern so ein übertriebenes, was manchmal dann auch keinen Sinn macht. Das gibt es ja auch, aber es ist eigentlich ganz ordentlich gewesen. Und denke auch eigentlich, das Leverkusen-Spiel, das Ergebnis war zwar scheiße, aber ich glaube nicht, dass wir schlechter waren als Leverkusen. Bayern haben auch ganz ordentlich eigentlich zu Hause gespielt. Mit viel Glück kann es auch ein 1-1 werden. Das zweite Tor war ja nicht wirklich eine rausgespielte Chance, war ein unglücklicher Elfmeter. Muss man dann schon so sehen, wenn es da weiter 1-0 steht. Patrick Herrmann dann hinterher auch mal an Pfosten. Vielleicht geht da noch mal sowas rein. Weiß man nicht. Die können zwar auch immer wieder noch mal anziehen. Da sind ja auch in der Lage zu. Aber wenn man dann auch erstmal ein Tor vielleicht gemacht hat, kann auch alles anders werden. Was dann sich ja draußen drumherum mit euch abspielt und so weiter. Da kann schon jede Menge passieren in dem Stadion. Da ist viel machbar. So. Und Hannover haben halt kein gutes Spiel gemacht. Euer Tipp für das kommende Wochenende, Wolfgang? Wir haben jetzt, darüber habe ich jetzt mal schon mal nachgedacht. Wir hatten vor Jahren, ja, so, ich sage jetzt meine Gedanken, meine innersten. Wir hatten vor Jahren, 1-2 Jahre, schon mal so eine Phase, da waren wir, was waren wir da? Der Aufbaugegner für jede Mannschaft, die bisher schlecht gespielt hat. Und diese Befürchtung habe ich. Ich wünsche es nicht, ohne Zweifel, was anderes. Ich will auch nächstes Jahr wieder mal, dass ihr nach Rom fahrt, schöne Fahrten habt. Ja, die Leute haben geschwärmt, das ist doch viel schöner, das ist mal was anderes. Aber wie gesagt, wir sind in dieser Phase und ich bin zwar mit Uwe, da so latent gehe ich einher,
Aber wenn ich gegen Bayern München, spiele und ich hatte das Gefühl, die scheißen sich in die Hose. Da bin ich ganz brutal und ganz ehrlich. Mit 7 Mann hinten, das Mittelfeld war nicht da. Es war einfach nur ein Abwarten. Ja, wir hatten zwar natürlich auch nach vorne mal sporadisch was, aber es fehlte mir so dieses Beißen. Ja, das fehlte mir. In Hannover, Ballgeschiebe, 75%. Ja, leck mich das weg, das Tor ist da vorne und nicht auf der Seite. Ja, manchmal verstehe ich das nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Du hast allerdings auf deinem Facebook-Profil, Wolfgang Kleff hat nämlich ein eigenes Facebook-Profil geschrieben, Borussia ist Dritter und was soll ich euch sagen, es bleibt so. Was hat dich da so... Die Art, wie sie gespielt haben. Das ist aber so. Jetzt diese Art, wie sie jetzt die ersten 3 Spiele gegen Bayern München, du kannst verlieren. Es geht nicht um das Verlieren. Das ist der Sport. Ja, Niederlagen akzeptiere ich. Niederlagen gibt es im Leben immer wieder. Auch erst recht im Sport. Aber es kommt immer darauf an, wie. Wie verliere ich? Wie stelle ich mich da? Das ist für mich ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Und diese Präsentation der Hinrunde war, wie sind wir? Wir sind stark. Wir sind nicht überheblich. Wir sind stark. Und einher ging noch eine gute Leistung der Einzelnen. Wenn ich jetzt die Einzelnen mal zurückgesehen, die 50% weniger Leistung. Soll ich Namen sagen? Nein. Ihr seht selbst, ich will keinen anschwärzen. Nein, das sage ich nicht. Aber wenn man ins Stadion geht, sieht man das. Aber das macht die Mannschaft oder eine Fußballmannschaft regelt das ja auch untereinander, denke ich mal. Ne? Das weiß ich nicht. Das muss man. Ich weiß nicht, wie das sich heute. Ja, aber bei euch früher. Ja, bei uns, wir haben uns gegenseitig im Arsch getreten, das war ganz klar. Aber früher musste der Trainer nichts sagen. Nichts. Wirklich. Das war untereinander, wurde das geregelt. Und wenn einer mal ein bisschen so den Flügelmann macht und wollte abheben, dann hieß es mal, Berti, du spielst gegen den und den. Im Training dann? Ja, natürlich. Das ist aber heute vielleicht nicht im Training gegen den und den ähnlich. Ich habe das Gefühl zumindest, dass so die älteren Spieler, Philipp Dahms, Martin Stranzl, dann sollte einer abheben, schon ab und zu mal zumindest was sagen. Auch heute gibt es noch Führungsspieler in den Mannschaften. Also die soll es auch noch geben und da gehören die Älteren auch immer dazu. Ist sicherlich ein bisschen anders gelagert. Früher, da wurde schon mal eher ein bisschen was auf die Socken gehauen dann im Training und auch extremer. Auch mal, wenn der Ball gefühlte 20 Meter weit weg war, da wurde einer noch umrasiert. Da war das auch okay, da hat der Trainer auch nichts dazu gesagt. Aber die Zeiten haben sich ein bisschen gewandelt, denn heute ist es immer schwierig, wenn der ein oder andere Leistungsträger verletzt ist. Und das ist dann immer schwer zu verkraften, mittlerweile schon. Das sind dann so Dinge, das ist alles ein bisschen anders geworden. Fällt mir manchmal auch noch vom Ansatz her ein bisschen schwer. Hab da auch eher noch das andere Denken. Hast du ein Facebook-Profil? Nee. Kommt eins? Nein. Nicht? Keine Chance. Aber Wolfgang betreibt das eigentlich sehr mit Enthusiasmus, ne? Ja. Machst du das alleine? Nein. Doch, ich habe es am Anfang alleine gemacht. Ich muss fairerweise sagen, wer manchmal auf meine Seite geht, ich werde sie bearbeiten. Ich hatte aber jetzt, im Grunde habe ich keine Ahnung. Ne? Also, es ist so. Ich frage mich immer wieder, wie mache ich das? Wie mache ich den Schritt? Jetzt nehme ich mal meinen Sohn zur Seite, der ist da Firmendring. Und der wird auch autorisiert von mir, das und das reinzustellen. Ich gehe auch selbst rein. Wirklich wahr. Also wenn ich Fragen habe, ich bin über 5.000 schon lange weg. Ich bin mal bei so und so viel. Ich hatte jetzt letztens 50.000 Klicks für irgendetwas. Also ich bin nicht mehr erreichbar. Ich wusste das aber nicht. Ja, dass da dann auf einmal, wie heißt das, auf einmal, ja, ihr seid doch die Facebook-Generation. Man ist da nicht mehr erreichbar. Ich kann nicht mehr kommunizieren, Freundschaftsanfragen. Geht nur noch gefällt mir. Also würde ich vorschlagen, auf Wolfgang Kleff einfach mal auf dem Facebook-Profil, auf das Facebook-Profil gehen. Aber ich werde alles beantworten, wenn man mir was schreibt. Bei Uwe können wir leider nicht drauf gehen, deshalb werden wir auf dem Facebook-Profil der Kulturküche dann kundtun, an wen dieses Trikot geht, wenn es denn versteigert worden ist. Es sei denn, du weißt es jetzt schon, Uwe. Möchtest du dir noch Gedanken machen oder weißt du es schon? 30 Sekunden haben wir noch. Ich habe jetzt nicht den kompletten Namen gerade parat, aber irgendwie mit Sant'Egidius ist es auf jeden Fall was. Okay. Ja, aber das die genaue Adresse kriege ich dann noch raus und da haben wir auch schon öfter was für gemacht und da hat meine Frau auch einen Draht zu jemandem und da würde ich das dann ganz gerne. Genaue Adresse. Die Borussia Stiftung fände ich jetzt irgendwie doof. Das ist jetzt hier eine andere Geschichte. Es ist von Borussia und da sollte es auch woanders hingehen und woanders für genutzt werden. Genaue Adresse auf dem Facebook-Profil der Kulturküche. Einfach mal drauf gucken. 8 Sekunden haben wir noch. Das war der Küchen Talk Teil 1 mit Wolfgang Kleff und Uwe Kamps. Vielen Dank, dass ihr dabei wart.
Dankeschön, dass Sie dabei waren. Und wir sehen uns dann beim nächsten Kitchen Talk wieder. Dann mit Micky Hilgers, Olympiasieger und Hockey-Nationalspieler. Dankeschön.